Und damit hi Freunde bei einem neuen Projekt. Und zwar, wir haben ja schon immer gerne Minecraft gespielt. Und ja, Minecraft ist es eigentlich so, wir bauen alles aus dem Nichts auf, immer mal wieder. Und wie man sieht, begrüßen wir euch bei Minecraft Skylands. Das ist eine Minecraft Sky Modifikation, die ich mit dem lieben netten Cider spiele. Hi, gute wie? Und wir werden jetzt mal hier schauen, dass wir irgendwie alles langsam aufbauen, oder? Hätte ich gesagt, ja. So ganz spontan. Dafür brauchen wir erstmal natürlich hier den Baum, den müssen wir mal abholzen. Du kannst das in der Zeit mal machen, wenn du willst. Alles klar. In der Zeit schaue ich mal, dass ich uns hier noch ein paar Blöcke mache. So. Geht halt. Mein Skin sieht halt echt aus wie Arsch auf Eimer. Achso, ein kleiner Tipp, das mit den Crooks, weißt du? Das hast du mir erzählt, ja. Ja, dann. Aber wie gesagt, sonst habe ich keine Ahnung davon. So die ersten drei Schritte weiß ich, aber dann musst du mir weiterhelfen. Ja, alles klar. Wie du eine Crook machst, weißt du noch? Das kriege ich, denke ich, noch hin, ja. Okay, dann machst du am besten, ich glaube, nochmal 4 Stück. In der Zeit. Warte mal, 4? Ja, doch, 4, damit du eine Compressed Crook hast. Ugi. In der Zeit mach ich uns. Wow. Wir sind die Baummenschen, würde ich mal behaupten. Ach, ja. Voll die Baum. Hast du dir gedroppt? Achso. Ja gut. Dann mach ich halt hier die Dinger weg und du machst hier Holz den Baum ab, oder wie? Ja, hätte ich gesagt. Ist natürlich auch eine Methode. Allerdings brauchen wir noch was anderes. Komm da runter! Komm! Ich sehe schon kommen, ich fliege gleich hier wieder. Ist die Frage, wer zuerst von euch runter, von uns runterfällt. Ja, ich würde mal schnell behaupten, dass du das bist. Ach shit. PvP geht ja eh nicht, also von daher. Was wollte ich gemacht haben? Du hast eine Axt oder was? Hast du? Ich hab noch gar nichts. Ach so, ja, dann sag das doch. Dann baue ich jetzt mal hier so eine Axt. Mach mal am besten 2 Stück. So, einmal und zweimal. So. Dann droppe ich dir hier so. Guck mal. Hier so eine schöne Axt. So, zack. Schön. Gib mir mal die Holzdinger, bitte. So, mit Steuerung Q kannst du alle droppen. Okay, gut zu wissen. So, ich sag's und droppe meine Axt. Alter, was ist denn da los? Was ist denn falsch mit dem Kerl? So, was wir aber jetzt dringend benötigen, ist ganz easy peasy. Ein paar Barrels. So, die Barrels machen wir. Wir brauchen erstmal einen Wooden Tank. So, machen wir 4 Barrels. So. Auch ganz einfach. Und schnell und tut auch gar nicht weh. Weil mit den Barrels können wir, was können wir mit den Barrels noch machen? Ah ja, Erde. Erde können wir machen. Denn wir brauchen ja auch Erde, ne? Ohne Erde. Ja, können wir mehr Bäume pflanzen. Genau. So. Des Weiteren brauche ich noch was anderes gerade. So. Weil die mache ich jetzt mit der Schere ab. So. Weil wenn wir die nämlich kompostieren. Uah, das war. Alter, arschknapp. So. Die kompostieren wir nämlich immer eben schnell. Was ist eigentlich, wenn man hier runterfällt? Hat man dann alles verloren? Wenn du kommst in der Lobby und hast keine Items mehr. Aber ich komme dann wieder zu dir, oder? Ja, ja, du kommst wieder zu mir. Aber du hast halt keine Items. Okay. Die sind dann weggedroppt. So. Zack. Und ich krieg halt die ganze Zeit hier Wood. Wood ist gut, Wood ist gut. Wir gucken einfach mal, dass wir jetzt so 20 Minütchen aufbauen. Das Composting, das dauert so lange. Uah! Hast du da auch nochmal eine Compressed Crook gemacht, oder was? Nee, eine normale. Ich hatte noch so 4 Sticks übrig. Dann war ich mal so frei. So. Hallo?
die Dinger, die backen wieder rum. Geil. Ich guck mal, dass ich uns die Dirt Blocks direkt hier so in die Ecke reinballer. Damit wir hier schon mal dann gleich weitermachen können. Ich hätte eh gesagt, wir bauen die Plattform jetzt auch mal ein bisschen aus. Dass wir nicht gleich irgendwie runterfallen. Ja. Das ist mir am Anfang so oft passiert. So. Okay. Ich werde schon als paranoid und lege mein ganzes Zeug, was ich irgendwie aufsammle, direkt in die Kiste. Ich weiß sowieso, ich fall runter. Ich kenne mich doch. Nein, ich habe Pressure Plates gemacht und. Geil. Naja, Druckplatten kann man auch irgendwann mal gebrauchen. War ab halt in die Kiste. War total wasted, aber okay. Schieben da ab. So. Das ist halt, ne? Wasteland vom Feinsten. So, okay. Dann ist das das und zack. Okay, ich baue dann mal hier ein bisschen weiter aus. Während du dann, ne? Genau. In der Zeit, wo das... Ich mache hier Holz. Ja, ich und mein Holz. Holzi. Hast du das eigentlich mitgekriegt mit den Amis, dass sie das mittlerweile auch schon verarschen? Das Lied? Ja. Echt? Nee. Ja, kein Witz. Gibt's da so eine Verarsche von? Ja, natürlich gibt's da eine Verarsche von. Geil, muss ich mir mal angucken. Muss mir gleich mal schicken. Komm, wächst der überhaupt nicht. Jetzt. Ich dachte gerade, hä, wo sind denn jetzt meine Half-Slaps hin? Ist die einfach verschwunden? Ich bin ja immer noch voll im Stoff- und Schnaps-Modus. Ja, das kenne ich auch, das Lied. Das ist aber viel zu lustig. Ja, das kann man sich manchmal geben, aber dann halt auch nicht allzu oft. Weil, wenn du das zu oft hörst, dann wirst du auch schon so, oh. Ja, das ist doch mal mein Problem. Ich hör Lieder zu schnell tot. Also bist du dann so oft, dass ich die so oft höre, dass die einfach dann irgendwann scheiße werden. Bist du auch so einer, der hört sich die Lieder dann 20.000 Mal hintereinander an, bis er sie dann selber nicht mehr ab kann, ja? Ja klar, das ist dann hörst du die halt erstmal gar nicht mehr, weil du denkst, scheiße, schon wieder das. Aber fuck, es gibt dann wirklich Lieder, wo dasselbe Lied. Genau, es gibt dann Lieder, wo du wirklich sagst, okay, das ist ein geiles Lied. Und das kommt dann irgendwie immer wieder. Ja, so ein Lied hast du dann auch voll selten. So. Da bin ich beinahe geflogen. Ja, komm, ich baue dir erstmal einen Zaun, dass du nicht runterfällst. Nein, keine Ressourcen verschwenden, um Gottes Willen. Oh Gott. Nein. Ja, hör bloß auf. Die Ressourcen sind heilig hier. Also in diesem Spielmodus definitiv. Ja, ich merk schon. Weil du brauchst einfach so viele Ressourcen von allem Möglichen. Das ist ja, also so wie ich es jetzt verstanden habe, ist ja wirklich, du fängst an und hast nur diesen einen Baum und du musst dann halt alles aus diesem einen Baum rausholen, oder? Ja. War echt gespannt. Ja, das ist halt, ne? Da vorne musst du jetzt gerade mal aufpassen, weil. Ja, ich hab's gesehen. Gefährliche Blitz. So, ich mach hier hinten mal eine kleinere Baumfarm jetzt hin. Wir hier mal ein paar mehr Ressourcen rausklopfen können, weil wir brauchen ja auf jeden Fall Strings. Ja, Leute, wir brauchen Strings, denn Strings, beziehungsweise wir brauchen erstmal Bäume, damit wir Strings machen können, und die Strings machen wir mit diesen Würmchen. Ich
weiß ja jetzt nicht, wie viel er jetzt hier gefarmt hat an Würmern. Ja, echt nicht viele. Also ich habe jetzt noch 3 im Inventar. Das ist schon vollkommen okay. Wow, 4 ja. Stück. Klasse. Jop. Ja. Macht ja nichts. Tipp, 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 tipp. Okidok. Jetzt habe ich erstmal 2 Stacks Half Slabs. Das müsste. Brauchst du noch Seeds? Ne, ich habe 26. Okay, also so wie ich. Ja, wir machen erstmal hier, dass wir quasi mehr oder weniger. Ah, fuck. Was denn? Der Baum. Ich hasse das. Ach so, ja gut. Das ist. Das bleibt nicht aus. Und ich verschwende hier einen Half-Slab, aber verschwendet sind die nie. So, weil wir brauchen mehr. Das kann jetzt dauern. Wieso kann das dauern? Du sollst arbeiten, Minion! Achso, deswegen bin ich hier. Ja, das ist ein Sklaven-Gefangenenlager, Junge. Hilfe! Das ist ein richtiges Gefangenenlager. Das Problem ist aber, ich habe mich mal dabei beobachtet, immer wenn ich irgendwie Minecraft spiele oder auch generell streame, ne, ich gucke nur auf meinen Monitor voll hoch konzentriert, aber achte voll wenig auf den Stream. Weil ich halt zum Beispiel, guck mal, du siehst ja, ich laufe hier am Abgrund. Meinst du? Ja, ja, nee, generell. Ich laufe ja hier auch so am Abgrund und alles, ne? Ja. Da bin ich dann so, dass ich dann sage, nee, pure Konzentration in dem Moment. Ja, wenn du da halt runterfällst, hast du gar keinen Bock mehr. Ja, ist echt so. Boah, das ist mir letztens, also ich spiele das ja auch privat so, ne? Hab ich ja letztens gezeigt gehabt. Und ich hatte 36 Dias gefarmt. Muss ich mal wegtun. Und auf einmal war ein Block-Bug und ich bin einfach runtergeknallt, Junge. Ja. Was meinst du? Ich wäre ja ziemlich getiltet, deswegen. Ich bin so ausgerastet im Stream. Und die Leute haben sich um 7 Uhr morgens, war das? Haben die sich total bepisst vor Lachen. Meinten so von wegen, ja, das passiert mal, das kommt mal vor. Das riecht dich nicht so uff, ja. Stell dich nicht so an. Ist halt echt so. Und ich denke einfach nur so, Alter, was? Das ist doch richtig retarded. So, da wir eh Ressourcen brauchen, ne? Dann können wir jetzt auch ein paar Scheren machen. So. Was mich interessiert ist, ob man eine Compressed Schere machen kann. Das probiere ich nämlich jetzt mal aus. Ja, versuch das mal. So. Ich glaube zwar nicht, dass das geht, aber Versuch macht klug. Sagte meine Mutter schon immer. Naja, dann müsste ich eigentlich etwas schlauer sein, oder? Das geht nämlich nicht. Du und schlau. Ja. Man mag es nicht glauben, aber prinzipiell soll das möglich sein. Also habe ich mir so sagen lassen, ne? Aber grundlegend, naja. Hängst du da irgendwo auf dem Baum? Ja. Hier. Warte. Ja. Versuch's nochmal hochzuwerfen. Was ist das? Eine Schere. Warte. Achso. Hast du sie? Egal, ich muss ja eh. Nee, ich muss eh gleich wieder hoch. So, bitteschön. Das hast du ein paar gemacht, das ist ja nett. Kannst du mal hier da oben den Baumarbeiter machen? Den Dschungelaffen. Ein kleines Äffchen. Ab ins Dschungelcamp. Ah, fuck.
Hast du das eigentlich geguckt? Ja, ich war gezwungen, das zu gucken, weil meine Freundin das sich angeguckt hat und dachte mir dann so, oh, das ist so krank gewesen, dass ich mir dachte, na, warum wirst du zu so einer Schandtat gezwungen? Irgendwie an mir ist es tatsächlich komplett vorbeigegangen. Ernsthaft? Ja, da ich irgendwie so allgemein eigentlich überhaupt kein Fernsehen mehr gucke. Nur noch, eigentlich nur noch YouTube. Ging das halt echt komplett an mir vorbei. Ich muss eigentlich mal jetzt hier langsam anfangen, Fackeln zu machen, aber für die Fackeln brauche ich einen Ofen und für den Ofen brauchen wir einen Sieb. Das bedeutet, wir müssen eigentlich gucken, dass wir jetzt mal langsam Bäume pflanzen und die infizieren. Deswegen, ich pflanze den jetzt mal. So, und pack da ein paar Würmer rein in den. Deswegen, wenn du Holz... Schon wieder so ein großer. Ja, wenn du den nicht abhacken, den nicht. Ja, schon klar. Nicht, dass du das wieder machst, so. So, weil den packe ich voller Würmer. Glaube ich, ja doch. Den packe ich voller Würmer. Brauchst du Äpfel oder hast du? Ja, in der Kiste habe ich welche reingelegt. Okay. Weil den Baum hier infizieren wir total. Können wir im nächsten Part eigentlich gucken, dass wir den abholzen. Und dann hätten wir eigentlich schon mal quasi eine gute Basis, würde ich behaupten. Mehr oder minder. Man wird es sehen. Und die Oak Barrels, die buggen halt immer noch. Was buggt da? Ja, die Dirt Blocks, die kommen manchmal halt nicht raus. Okay. Die respawnen dann einfach. So, ich gucke mal, dass ich hier vorne noch einen Dirt Block reinballer. Was hat das eigentlich mit diesen Votes auf sich? Die Votes sind eigentlich total useless. Noch. Beziehungsweise die werben halt damit, dass man verschiedene Sachen bekommt. Ich habe das mal gemacht, aber irgendwie funktionierte das nicht. Hm, okay. So. Ich mache jetzt noch die Bäume hier größer. Oh Gott. Den machen wir auch noch. So, dann machen wir den hier, holzen wir noch komplett runter. Und dann soll es das eigentlich gewesen sein. Schon. Was? So. So, tanz mit mir! So, hier vorne haben wir noch. Ne, wir haben gar nichts mehr. Haben wir denn noch Würmer? Hast du noch Würmer? Ne. Gut, dann lassen wir den hier gerade mal infizieren. Und wir können ein paar Crooks machen, quasi. Ein paar Compressed Crooks. Hat er erstmal jede Menge? Ja, eine hatte ich. Die habe ich mir eben gemacht, weil ich wollte ja dann da hinten weiterarbeiten. Okay. Ja, ich werde jetzt nochmal ein paar machen, weil wir brauchen ja so nicht nur eine, sondern schon ein paar. Das ist halt das, was mich an der ganzen Geschichte voll genervt hat. So. Ist das normal, wenn ich diese Barrels fülle, dass ich dafür keine Saplings ausgebe? Also ich habe jetzt vier im Inventar. Ich mache jetzt so ein Fass voll. Jetzt habe ich immer noch vier im Inventar. Eigentlich nicht. Achso, warte mal, was steht denn da? Ja, hast du... Achso, ich kann das nicht nutzen. Aber ist das bei dir gefüllt? Nein. Ah, okay. Dann muss ich die auch noch anlocken, ey. Was ist das denn? Unlock. Zack. Und... So. Ja, jetzt. Und... Warte mal, wir sind jetzt... Warte, lass mal das letzte... So, weil da, bei mir ist da jetzt was drin. Vielleicht kriege ich trotzdem was raus. Das letzte? Kannst du was reinmachen? Ja, das kompostiert gerade. Ist bei 70-80% jetzt. Was ist das hier, wo ich vorstehe? Nee, hier. Das ist ganz hinten. Da, wo ich davor stehe. Da ist bei mir nichts. Ja, warte mal. Warte mal kurz.
Okay, da mal gucken, wir mal gucken, was ist, wenn es jetzt. Ja, okay, ich krieg nichts. Ja, dann backt der nicht rum. Deswegen. So, aber eigentlich müssten alle Barrels jetzt funktionieren für dich. Also da muss ich nochmal einen Admin fragen, wie, wo was, weil. Ja, habt ihr jetzt alle mal voll gemacht? Das ist halt echt komisch, dass das nicht funktioniert. So, wo war ich mal dran? Achso, ja, die Crooks war ich am machen, ne? Decompressed. Genau. So. Mir fehlen noch zwei, wenn ich das richtig sehe. Okay, dann machen wir die auch noch schnell. Eins, zwei, und zack. So. Dann haben wir 4 Compressed Crooks. Das sollte eigentlich reichen. Wie siehst du das? Ja, doch. Ja, das ist schick. Guck mal, der eine Nachbar da hinten hat einen Wasserfall. Welcher? Der hier, bei mir. Guck, da jetzt schräg gegenüber. Achso, ja. Den? Kann sein, dass er da eine Cobblestone-Maschine hat. Das wäre natürlich geil. Kann man, also Lava kriegt man die hier auch? Ja, ja, natürlich. Also, ich habe ja schon eine vollautomatisierte Cobblestone-Maschine. Also im privaten. Und das ist natürlich nice. Das ist mega nice. So, wo kann ich jetzt hier die Blätter wegmachen? Eigentlich würde ich gerade noch ein bisschen warten, bis der Baum hier infiziert ist. Mach mal, ich mach dir mal hier so eine Schneise rein, wo du dann die Blätter mit der Krug abmachen kannst. So, hier, den Baum, den kannst du komplett mit der Krug bearbeiten. Diese zwei hier. Mhm. Weil den brauchen wir. So. Weil wir brauchen halt auch die Würmer, die da rauskommen. Das ist halt. Ohne die Würmer können wir nichts machen, weil die infizieren die ganzen Bäume dort vorne. Und das Problem ist, wenn wir keine infizierten Bäume haben, beziehungsweise keine infizierten Blätter, und hauen die nicht mit den Crooks weg, haben wir dieses Problem, dass wir dort. Naja. Wie soll ich es einfacher erklären? Genau, für so einen Depp wie mich. Für so einen einfachen Arbeiter, weißt du? Für so einen Coworker, der den ganzen Tag nichts anderes macht, außer hier jetzt Baumplantage zu spielen. Nein, Spaß beiseite. Die Leaves, die dabei rausfallen, die droppen Seide. Also diese Strings. Die Strings brauchen wir, um uns ein Sieve zu machen, also einen Sieb. Weil ohne das Sieb können wir keine Erze gewinnen und ohne Erze können wir keine Lava machen später. Okay. Und Lava ist etwas, was wir relativ zeitig haben wollen, nehme ich an. Genau, weil Lava brauchen wir, um zum Beispiel Cobblestone zu, also eine automatische Cobblestone-Fabrik zu machen. Mhm. Das kenne ich tatsächlich nur. Genau, also das sind halt so Sachen, die wir dort brauchen. Hast du noch ein paar Würmer? 2. Ja, gib mal her. Okay. Und ja, das ist halt eigentlich schon das Hauptziel, was wir jetzt hier haben. Und wie man sieht, die entfachen sich hier richtig gut. Ja. Sieht aber schön aus, wie so japanische Kirschbäume oder so. Ja, außer dass die weiß sind und nicht rosa. Rosa. Die sind doch so rosa-weiß, oder? Nein, Kirschblütenbäume sind, ich glaube, komplett rosa, so rosa-pink. So, ja, du musst es ja wissen, ja. So Schweinchen-rosa sind die. Ja, ich so Anime- und Manga-Fatzi, ja. Ne? Denkst du dir wieder, ne? So. Anime-Männchen. Anime-Männchen, was ich hier? Ja, hey, ich hab Pokémon geguckt und wow. Soul Eater habe ich letztens auch geguckt. Soul Eater ist ganz geil, in der Tat. Also, ich mach jetzt, ich will eigentlich den Part beenden, schon seit 5 Minuten. Wir machen das aber auch jetzt gleich, weil
Wir müssen, weil ansonsten, naja. Genau, die Gewerkschaft hat mir da heute doch einen zeitgerechten Feierabend garantiert. Meinst du, ja? Ja, ja. Bist du dir sicher? Ja, dagegen kannst du dich jetzt auch nicht mehr wehren. Das ist tariflich jetzt festgelegt. Also dann hast du morgen definitiv die fristlose Kündigung bei dir im Briefkasten. Das kann ich dir jetzt schon sagen, mein Freund. Das ist eigentlich ganz gut, weil dann kann ich ein bisschen schwarz arbeiten. Bei dir gibt eh mehr Geld. Ja, das ist auf jeden Fall, ne? Siehst du? Da sind wir uns auch schon einig. Also, ja, ne? Dann würde ich sagen, dann bist du gefeuert, weißt du? Mach ja, cool, du, danke. Mach, dass du hinkommst. Hast deine Arbeit getan? Ja, warte. Los. Ja, du, warte, alles da ja, rein. Ja, Moment. Bisschen schneller. Los. Ah. Okay, tschüss. Mach's gut. Oh Gott, ja, da stürzt er sich in den Freitod. Leute, was eine verrückte Folge. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal, beziehungsweise morgen eigentlich schon wieder. Und dann werden wir eventuell auch einen kleinen Livestream machen und im Livestream halt noch was weiterarbeiten. Wir werden natürlich auch offscreen ein bisschen farmen, das ist klar. Ich glaube, der Cider ist immer noch da. Ja, hallo? Aber halt im Feierabend, ne? Achso, im Feierabendmodus. Wie gesagt, wir werden noch ein bisschen offline farmen, glaube ich, oder? Hätte ich gesagt, ja. Weil ansonsten dauert das ein bisschen zu lange, finde ich. Oh, jetzt ist bei der Infesting-Anzeige sogar hier so ein schönes Prozentzeichen, zu wie viel Prozent die schon infiziert sind. Die Liebs. Das ist auf jeden Fall super, aber ich schweife ab. Wir sehen uns am Morgen vielleicht im Livestream. Und ja, ich werde in der Zeit jetzt nochmal ein bisschen offline was farmen. Also haltet die Ohren steif. Wir sehen uns morgen. Macht's gut und ciao. Bis dann.